Willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U Edition bei mir, eurem Feuerstachel. Heute wollen wir uns endlich mal in Richtung einer Enderfestung begeben. Ich weiß nicht, ob wir wirklich gut ausgestattet sind, aber ich würde sagen, Eisenrüstung mit Verzauberung und ein verzaubertes Eisenschwert sind ja nicht das Schlechteste vom Dienst. Klar, wir könnten failen, aber hey, wenn die Action nicht da ist, dann ist keine Action da und dann ist keine Action da und wenn keine Action da ist, dann ist es nicht actionreich und das ist dann nicht ganz so gut. Ehrlich gesagt ist es jetzt wirklich schon die dritte Aufnahme, in der ich versuche, eine Enderfestung zu finden. Es liegt einfach daran, dass ich die Enderperle transformiert zum Endeauge immer schmeiße und danach nicht mehr wiederfinde. Normalerweise könnte man sie auffangen, aber ich kann das irgendwie nicht. Im ganzen Dickicht hier. Vielleicht sollte ich auch einfach mal aus diesem Wald rausgehen und sie dann werfen. Vielleicht wäre das ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, aber ein bisschen praktischer, weil ich sie dann leichter finden könnte. Aber nein, ich mache das natürlich im dichtesten Wald, den es nur gibt. Naja. Ist man halt selbst dumm. Kann man auch nichts dran ändern. Hier haben wir sie auf jeden Fall und die Enderperle wurde zusammen mit einem Lohnstaub, den wir aus unseren Lohnrouten hergestellt hatten, die wir aus dem Nether schwer erarbeitet mit nach Hause gebracht hatten, hergestellt. Und das sagt die Info. Enderauge, wenn man das wirft, zeigt es die Richtung zu einem Endportal an. Wenn 12 davon in die Endportalblöcke gelegt werden, wird das Endportal aktiviert. Und das Endportal ist das Portal, was uns zum Endboss von Minecraft führen wird, sofern wir es dementsprechend eben aktiviert haben. Es kann sein, dass man wirklich 12 Enderaugen benötigt, um es zu aktivieren. Es kann aber auch sein, dass man nur 1 oder 2 benötigt, je nachdem, wie viel Glück man hat. Denn manche sind schon vorinstalliert sozusagen und man muss sie nicht noch extra besorgen von irgendwelchen Endermans, mit denen man sich dann jahrelang unterhalten hatte. Ey yo, Bro, du hast doch bestimmt noch eine Enderperle für mich übrig. Ich habe 9 Lohnstaub, also ich könnte mir schon ein paar von dir ausborgen. Die könnte ich dann aus Enderaugen werden lassen. Und seien wir doch mal ehrlich, Enderaugen sind doch immer etwas cooleres als dieses öde Enderpärchen, was du bei dir trägst. Aber letztendlich führt das immer zum selben Ergebnis. Sie sagen so, nope, du köpfst sie und kriegst sie dann trotzdem von denen, zumindest von ein paar. Manche geben ja gar kein Lot, die geben dann einfach nur so ein paar Erfahrungspunkte und sagen dir so, yo, biatch, hast du davon, wenn du mich einfach so killst, ich gebe dir gar nichts. Von mir kriegst du nichts. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine bestimmte Begründung hat, warum sie da nichts gegeben hatten oder ob sie einfach nur sich eine bestimmte Anzahl teleportieren können. Und danach haben sie dann auch selbst keine Enderperlen mehr, die sie selbst erfüllen können oder so. Das weiß keiner, aber manche geben was, manche geben nichts. So ist das Leben. Und wenn ich es jetzt von der Mitte aus werfe, sollte ich eigentlich finden, wo sie wieder aufkommt, oder? Bitte, 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 lass sie mich wiederfinden. Da oben ist sie, da oben ist sie, da oben ist sie. Auge, 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 yes. Na also, jetzt habe ich zumindest gefunden, wo sie aufkam. Wirklich, Freunde, ich sag's euch. In 3 Parts hatte ich mich 10 Stunden lang hier wieder auf die Suche nach dem begeben, nachdem ich sie geworfen hatte. Und ich hatte sie nicht wiedergefunden. Die waren dann einfach wie verschwunden. Also ich sag's euch, falls ihr irgendeinen Kameraden in eurer Klasse habt, der zufälligerweise Enderauge heißt, ich weiß nicht, vielleicht gibt's Eltern, die ihre Kinder wirklich so nennen, spielt niemals mit denen verstecken. Sie werden euch eiskalt besiegen und nie wieder gehen lassen. Wirklich. Es ist einfach nur eine Schmach. Ihr werdet von ihnen nur Unglück erfahren. Deswegen legt das gar nicht drauf an. Sie werden euch einfach plätten, ohne irgendwelche, ja, ohne irgendwelche Gedanken an euch zu verschwenden. Wie es euch dabei geht, wenn sie euch dann einfach so plätten. Nein, die denken einfach so, yeah, ich habe einen weiteren geplättet. Das macht doch Spaß. So ist der nächste. Ich will noch mehr plätten. Und so weiter und so fort. Und man verschwendet einfach nur müde seine Lebenszeit, die man besser hätte verbringen können. Okay, wenn ich jetzt einfach mitten hier drin werfe, dann dürfte ich auch wissen, wo sie wieder aufkommt, oder? Komm. Dahin? Echt? Okay, das ist gut. Und du kommst hoffentlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ganz genau. So bist du, mein Lieber. Der hätte jetzt auch auf den Grund gehen können, aber denken wir nicht dran. Das war eine riskante Aktion, aber sie ist gut ausgegangen. Also kann man da nichts dagegen sagen. Also einfach hier hoch, hat sie gesagt, gell? Dann bauen wir uns auch mal nach oben. Haben wir nicht zufällig eine Schaufel mit am Start? Haben wir nicht, deswegen müssen wir uns jetzt mühselig nach oben graben. Aber yo, ohne Fleiß kein Preis. Und wer keinen Fleiß hat, der hat auch nicht wirklich die Überlebenschancen in der späteren Enderfestung. Deswegen geht das schon voll und ganz durch. Ich weiß jetzt halt leider noch nicht, ob wir in der Enderfestung überhaupt ein bisschen weit kommen würden. Klar, gibt es auch Endertruhen, in denen man was finden kann, aber werden wir davon überhaupt eine erreichen oder wird es uns dann schon von vornherein durch irgendwelche Gegner kalt um die Schultern und ums Herz und wir werden einfach so mühsam. Was heißt mühsam? Das ist eigentlich gar nicht mühsam, wenn man sich dann einfach so auf den Boden legt und denkt, okay, ich bin tot, ich bleib mal hier.
Und bis man dann wieder auf Respawn drückt, legt sich der kleine Steve, ja, so heißt die Hauptfigur, die ich gerade eben hier spiele. Der kleine Steve oder die Steven, weil ich glaube, ich habe irgendwie einen weiblichen Charakter erwischt. Auf den Boden und denkt sich, yo, wann drückst du denn wieder Restart? So lange kann ich mal kurz mich hier ein bisschen entspannen. Ich meine, ich habe es auch verdient. Wirklich, ich muss auch nicht den lieben langen Tag die ganze Zeit nur arbeiten. Das ist auch immer ein bisschen eine richtige Schufterei, die du mir da auferlegst. Nein, nein, ich will auch mal ein bisschen chillen und mich einfach hier zur Ruhe legen. Nur leider wollen wir das lange nicht haben. Nein, nein, wir drücken sofort wieder auf Restart. Immer und immer wieder. Okay, wenn ich hier oben bin, sehe ich eigentlich direkt, wo sie hinfliegt. Sie müsste eigentlich da hinten hinfliegen. Okay, 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 da ist sie, da ist sie, da ist sie. Und wo fällt sie runter, wo fällt sie runter? Jetzt weiß ich, warum ich sie nicht mehr wiedergefunden hatte. Jetzt weiß ich, warum. Sie hat sich einfach in Luft aufgelöst, nachdem ich sie dreimal geworfen hatte. Das ist irgendwie bitter. Irgendwie ja, oder? Okay, das Problem ist, sie hat mir gesagt, dass es irgendwie hier ist, aber ist es wirklich hier? Kann man denen vertrauen? Wo sind wir denn aktuell auf der Karte? Soll ich mich jetzt einfach runtergraben und denken, okay, sie wird schon recht haben? Oder soll ich so denken, nee, nee, das kann auch nie im Leben sein. Wir waren ja doch schon mal. Ist es wirklich hier? Dein Ernst? So nah bei uns dran? Wir können es eigentlich riskieren, also... Ich habe da nichts dagegen, nämlich eben die hier. Bäh, wenn du gehen willst, schnappe ich mir eben eine andere. Ist auch kein großes Problem. Und wir graben uns einfach so wie ein stupides Etwas in den Grund herab, um möglichst in die nächstgelegene Lava runterzufallen. Weil so macht es natürlich jeder Minecraft-Kenner. Jeder, der Minecraft auch nur ein bisschen kennt, wird die Wahl, die ich jetzt gerade eben getroffen habe, mich einfach so in den Boden zu graben, bestätigen und sagen, yo, das ist der Move, den jeder Pro gemacht hätte. Deswegen mache ich es auch einfach mal. Okay, und hier ist wieder das harte Gestein. Wir beißen auf hartes Gestein, aber irgendwann müssen wir doch zu irgendeiner Höhle kommen. Ich grab mich einfach so weiter. Es ist, also, ich werde da nicht aufgeben. Ich werde mich einfach so lang runtergraben, bis mir irgendjemand sagt, hallo, hier ist das Endportal. Bitte geben Sie Ihre PIN ein und Sie werden weitergeleitet. Was? Sie haben Ihre PIN vergessen? Dann gehen Sie zurück nach Hause, Sie Trottel, und schreiben Sie sich auf, damit Sie sich auch endlich mal merken können. Ja, ehrlich, ich kann mir die PIN irgendwie nicht merken. Die neue PIN kann ich mir merken, weil ich mich zuerst verarscht gefühlt hatte, weil es so eine Zahlenkombination wie 1, 2, 3, 4 war. Und ich dachte mir so, ey, ist es dein Ernst, Deutsche Bank? Aber irgendwie war es dann doch noch ein bisschen was anderes. Silberfischsteinziegel. Oh, 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 oh. Digga, Digga, Digga. Was ist das für ein, was ist das für ein Vieh? Silberfisch. Okay. Silberfisch lockt in der Nähe versteckte Silberfische an, wenn er angegriffen wird. Versteckt sich in Steinblöcken. Okay. Ist das hier alles ein Silberfischsteinblock? Auf jeden Fall. Sind wir jetzt schon mal echt sehr, sehr gut am Start. Es ist auf jeden Fall irgendetwas Hartes gewesen. Worauf wir gestoßen waren, ja, ein Silberfisch, Joke des Todes. Aber hier könnte auch noch die Enderfestung wirklich sein. Ich glaube, wir sind viel zu schlecht dafür ausgerüstet. Aber gut, probieren wir es einfach mal. Wir graben uns einfach mal ein bisschen weiter nach oben. Irgendwie wird das schon schaffen. Irgendwie werden wir das schaffen. Und? Da sind wir auch schon draußen. Wir haben das jetzt nicht so einfach gefunden, oder? Ist das euer Ernst? Wie viel haben wir entdeckt? Das ist eine wahre Bibliothek. Okay, ganz kurz auf die Karte schauen, damit wir es abgescannt haben im Part. Wir sind aktuell hier. Hier befindet sich die Bibliothek des Todes. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir uns ja auch so ein kleines, ich weiß ja nicht, aber Bücherrepertoire mit nach Hause nehmen, um uns in unserem Keller so einen ordentlichen Zauberbereich aufzubauen. Schade, dass wir dadurch keine Holzkisten erhalten oder auch noch die Holzblöcke, die bei diesen Bücherregalen verwendet worden sind, sondern nur diese Bücher, die drin platziert wurden. Auch wenn es komischerweise nur 3 Bücher pro Bücherregal sind, obwohl man hier sieht, dass da eindeutig mehr drin sind. Naja, sind die anderen eben auch in Fetzen aufgegangen, nachdem wir sie zerschmettert hatten, beziehungsweise zerstört. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich bei der Endfestung, beim
Endportal. Ist das nicht Hammer? Wir haben halt kein einziges Enderauge, aber das können wir doch auch noch im Verlaufe unserer Endtour-Besichtigung hier, wie ich es jetzt mal so nennen will, auch noch erhalten. Das heißt, es ist absolut gar kein Problem und ich würde sagen, komm, wir können die Bücher auch noch später abfarmen. Das ist ja auch nicht so eilig, das Ganze hier. Gibt es hier noch weitere Kisten? Oder was ist jetzt fürs Erste? Ich weiß, dass da hinten ein paar Silberfische umhergeschwommen sind. Aber nein, das sind keine süßen Fischchen, sondern so ganz, ganz brutale Kerlchen, die sich einfach nur an mir vergreifen wollen. Okay, hier gibt es Eisenbarren und ein Brot. Das Brot nehme ich mal mit, den Rest könnte ich eigentlich da drin liegen lassen. Oder habe ich auch noch was Ähnliches bei mir im Repertoire drin, im Inventar? Nein, dann würde es sich nur unnötig in den Raum setzen und weiteren Platz für wertvollere Gegenstände besetzen. Die man natürlich nicht von denen besetzt haben will. Oh, wow. Sind wir hier wirklich schon? Ist das euer Ernst? Was ist das hier für ein geniales Ding? Ja, okay, das ist einfach nur so ein Gefängnis, Eisentür. Und ich will mich nicht da drin einsperren, das wäre ein bisschen fies. Oh, was ist hier? Ich bin noch nie in sowas gewesen. Oh. Okay, es war nix. Ich habe mich gerade nicht erschreckt, weil da irgendwas gewesen sein sollte. Nein, ich war das nicht. Ich habe hier... total keine Angst. Nein? Okay. Haben wir das auch alle akzeptiert? Ist hinten noch was drin? Das ist einfach nur so ein Gang, der einfach nur hier um die Ecken geht. Ja, das geht einfach nur so um die Ecken. Da war nichts wirklich Bewegendes drin. Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich danach wieder zurück? Nein, komme ich nicht. Kann ich die Tür auch einfach abbauen? Könnte ich eigentlich, oder? Ja, kann ich. Okay. Hallo? Ist da unten wer? Nein? Okay, gute Antwort. Wobei, wenn ich mich hier durchgrabe, komme ich dann auch irgendwo raus, oder? Es kann doch nicht sein, dass das einfach nur so hier in den Raum platziert worden ist. Hier muss doch was auf der anderen Seite sein. Erst recht, da das so komische Pflastersteine sind und nicht wirklich diese normalen Steine, die man in den unteren Festungen finden würde. Und hier ist ja auch wirklich nur diese Erde platziert. Deswegen, es kann zu hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass da drüben noch weiter was irgendwas anderes ist. Irgendwas, wo wir begehen können. Oder sehen jetzt so natürliche Steine aus? Kann natürlich auch sein. Das ist Kies. Okay, ich sag einfach mal, dass das hier das war. Das war ja aber auch nicht wirklich so spektakulär. Irgendwo gibt es ja bestimmt noch was Spannenderes in dieser großartigen Festung. Ich nenne es jetzt einfach mal Festung, weil hallo, wenn das hier keine Endfestung ist, dann weiß ich auch nicht. Und der Name ist auch Programm. Hier ist das Ende. Ich weiß nicht, ob es hier noch was anderes gibt, aber vielleicht. Keine Ahnung. Hoffen wir es mal. Ich blick bei den Türen hier nicht mehr durch. Wo bin ich hergekommen? Ich glaube hier, weil die Tür offen steht. Hier unten war ich. Dann muss ich einfach wieder hier zurückgehen. Und die Tür werde ich einfach mal oben abbauen. Verwirrt mich nur. Was? Ist da oben wer? Ding dong. Dingelegelegelegelegedong. Ist auf jeden Fall ein Durchgang. Oh. Endportalrahmen. Oh, Silberfische. Hallo. Hallo, ihr kleinen Viecher. Ich mag euch. Wirklich. Okay, weg mit euch. Hä? Sind da noch ein paar andere? Oder war es das jetzt? Hä, was war das jetzt? Soll das irgendwie irgendwas bedeuten? Nein? Okay, dann gut. Oh, da sind noch andere. Nein, weg mit euch. Weg mit dir, du kleines Vieh. Silberfische. Ich mag die echt nicht. Achso, die kommt von da oben. Dann hier. Kann ich hier irgendwie was hinpflanzen oder sagt euch so, ne, willst du nicht, brauchst du nicht, willst du nicht. Nein, was ist das für ein Ding? Ich verstecke mich hier oben, ihr kriegt mich nicht. Spawnen die da echt? Falls ja, dann würde ich die einfach irgendwie zurückhalten. Aber ich finde es auch irgendwie witzig aus, die ganze Zeit draufzuschlagen. Das sind so kleine süße Dinger, wisst ihr? Die muss man einfach nur als süßes sehen. Aber dass sie das spawnen, finde ich nicht cool. Ich kann euch doch bestimmt irgendwie blockieren. Oder? So? Kommt ihr da noch raus? Wenn ich das so mache? Nein! Geht doch weg! Geht doch weg, Digga! Digga, ich mag dich, weißt du? Aber wir müssen auf Abstand bleiben, na? Es tut uns nicht gut, wenn wir wirklich so viel miteinander zu tun haben, ne? Blickst auch, oder? Okay, gut. Ich glaube, ich kann das so ewig weitermachen, weil ich einfach nichts blicke. Ey, ist das euer Ernst? Seid ihr auf Drugs? Ihr Drugs-Addicts?
weg. Oh Mann, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Wollt ihr mich hier wirklich plätten, so ohne Gnade? Hier ist auch bestimmt was drin, ja, ein paar Äpfel. Oh, die bringen es mir auch. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt wirklich schon das Endportal haben. Wir können das jetzt einfach mal noch markieren. Und wir befinden uns hier. Hier befindet sich das Endportal, verdammte Kacke. Dass wir das jetzt schon herausgefunden haben, ist einfach nur unglaublich. Und ich will jetzt wirklich diese kleinen Silberfische noch eine kleine Abreibung verpassen, die sich gewaschen hat. Weg mit euch. Wer auch immer noch zu mir herkommen will, ich werde euch killen. Ich werde euch finden und töten. Auch wenn das ein bisschen diabolische Klagen als es eigentlich ist. Ich meine, ich töte sie ja nur. Da ist ja nichts weiter dabei, ne? Nein. Oh Mann, ist das genial. Auf welcher Ebene befinden wir uns denn aktuell? Ich schaue es mir nochmal an. Auf Ebene 41, 55 und 40. Das heißt, ihr habt auch schon mal nach meinem Seed gefragt. Den kann ich euch ja am Ende vom Part nochmal kurz zeigen, damit ihr auch hier direkt zum Endportal kommen könntet, falls ihr dann einfach euch zu diesem Seed begebt, beziehungsweise zu dieser Koordinate. Ihr müsst natürlich vorher ein paar Enderman plätten und dann sagen, hey, oh, ich brauche noch ein paar Perlen von dir. Übrigens, ich habe doch gesagt gehabt, ich hätte mega das Unglück. Und mal schauen, wie viel Glück ich jetzt tatsächlich hatte. Ich hatte das Glück, dass eine Enderperle schon drin ist. Wow, ich brauche wirklich noch satte 11 Stück von denen. Ach, ich bin einfach nur so ein Glückspilz, wirklich. Das kann man nicht anders beschreiben. Weg mit dir. Habe ich den zuletzt noch mit der Karotte geschlagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part trotzdem hier wieder, wo wir in diese Enderfestung uns noch weiter reinschauen und reinbegeben und eine weitere Rundtour buchen mit weiteren Skeletten oder diesen Silberfischen, die ich jetzt zum ersten Mal sehe und wirklich schon direkt in mein Herz geschlossen habe, ihr kleinen Lieblinge. Und ich zeige euch jetzt noch kurz mein Seed, weil der wirklich echt oft nachgefragt worden ist, ob ich meinen Seed denn euch mal präsentieren könnte. Wartet, gleich ist es soweit. Hier ist mein Seed. Minus 86412382293416572726. Kaufen Sie heute und Sie halten kostenlos das Endportal vor Ihrer Nase drin zu. Keine Sorge, das war jetzt wirklich kostenlos. Und haut rein und schau euer Feuerstachel. Bis zum nächsten Mal. See you.